Herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Motorradreise nach Albanien. Am 10. September 2023 mache ich mich auf den Weg. Meine erste Etappe führt mich nach Graz. Nun, das Wetter ist ja schon mal gut. In Graz will ich Georgios besuchen, den ich 2021 auf meiner Griechenlandreise kennengelernt und seither nicht mehr gesehen habe. Hätte einfach über die Autobahn über München und Salzburg bis runter nach Graz fahren können. Aber ich fahre lieber quer durch die Landschaft. Im Schwäbischen Wald, der Ostalb und der Donau entlang, runter nach Landshut und bei Braunau am Inn über die Grenze nach Österreich. Es ist das erste Mal, dass ich erst im September meinen Jahresurlaub mache und rückwirkend betrachtet war es sehr anstrengend. Ich war nervlich sehr angespannt. Und einfach nur urlaubsreif. Ich musste dringend raus. Überhaupt war 2023, wie soll ich sagen, ein durchwachsenes Jahr. Ein langer, nasskalter Frühling. In ein paar kurzen Tagen abgesehen, wurde es erst spät warm und sonnig. Im August, kurz vor meinem Aufbruch, die starken Überschwemmungen in Österreich und Slowenien. Im September säuft dann auch noch Griechenland ab. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. In Mattighofen, dem Firmensitz von KTM, schaue ich mir wenigstens von außen die KTM Moto Hall an. Ja, da möchte ich auch mal rein, aber ich muss jetzt noch ein Stück fahren, deshalb fahre ich weiter. An Salzburg vorbei, durch das Salzkammergut bis Selztal, dann auf der AA9 bis Graz. Im Norden von Österreich ist es ja eher flach, daher ist es wie immer ein besonderes Gefühl, wenn die Berge vor einem auftauchen. Ach ja, ich habe mir den Mitas E10 Dakar montieren lassen. Will ja auch ein wenig Offroad fahren. Aber an den Stollenreifen muss ich mich erstmal gewöhnen. Mal schauen. Das Salzkammergut mit Wallersee, Fuschisee und Wolfgangsee ist wirklich eine schöne Gegend. War nur viel los, aber okay. Wochenende und schönes Wetter. Mach eine kleine Pause bei Weißenbach an der Traun, dann geht's bei Selztal auf die A9 bis Graz. Nach 635 Kilometern und gutem Wetter bin ich bei Georgios angekommen und wir haben lustigen Abend verbracht. Alia durfte sicher in der Tiefgarage parken. Vielen Dank und ganz liebe Grüße an Georgios für Speis, Trank und Übernachtung. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Es würde mich sehr freuen. Gerne auch in Griechenland. Montag. Georgios muss arbeiten, daher sind wir sehr früh aufgestanden. Aber wenn der Tag mit einem griechischen Kaffee beginnt, dann ist doch alles gut. Fahre erstmal nach Thal, wenn ich schon in Graz bin, dem Geburtsort von Arnold Schwarzenegger. Sein ehemaliges Haus ist inzwischen ein Museum, das aber erst um 10 Uhr öffnet. So lange will ich natürlich nicht warten, will weiter. Der Morgen graut schon. Lustig war's trotzdem. Und in den Morgen hineinzufahren, ist auch was Besonderes. Der Kampf der Sonne mit dem Nebel, das sich immer mehr verzieht, immer stärker werdende Wärme. In Graz habe ich irgendwie nichts gefunden, um zu frühstücken. Bin dann in das kleine Städtchen Eibiswald reingefahren und dort habe ich dann ein nettes Café gefunden und lecker gefrühstückt. Der Radlpass ist mit seinen 650 Metern Höhe nicht hoch, aber er ist schön zu fahren. Oben ist die Grenze nach Slowenien.
es dann an der Drau entlang bis Maribor, beziehungsweise in Deutsch Marburg. Ich kenne die Drau als Wildfluss in Kärnten und bin erstaunt, zu welch großem Fluss sie sich gemausert hat. Ab Marburg nehme ich die Autobahn über die Grenze nach Kroatien und kurz vor Zagreb gehe ich runter bis Petekovcina. Das war eine kurze Etappe, 222 Kilometer. Aber ich treffe mich mit meinem Kumpel Mark und seiner Freundin Ivana und ihrer Familie, das heißt ihrem Bruder mit Frau, die auch Ivana heißt, und deren Kind. Ich darf in der Ferienwohnung ihrer Eltern übernachten. Ja, wie geil ist das denn? Wir gehen noch zusammen Burger essen und ein Bierchen trinken. Dann ab ins Bett. Vielen herzlichen Dank an Ivana und ihre Familie. Ich hoffe, ihr besucht uns mal in Deutschland, damit ich mich revanchieren kann. Guten Morgen, hier sehen Sie meinen kroatischen Wegdienst. Ich räume alles zusammen, trinke bei Ivanas Bruder noch einen Kaffee, dann geht's weiter. Erstmal wieder die Autobahn bis Karlovac und dann Richtung der Plitvicer Seen. Warum ich in Rastoge wenigstens nicht kurz angehalten, wenigstens ein Foto zu machen, weiß ich nicht. An dem Fluss Korana, dort sieht man schöne Wasserfälle. Aber nun ja, sorry, hab's nicht auf der Kamera. Kurz vor dem Plitvicer Seen fahre ich Richtung bosnische Grenze. Natürlich werde ich die Airbase Seljava besuchen, einem Last Place, der aber gar nicht so verloren ist, denn es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Ich habe mir das ganze Gebiet kompakter vorgestellt, aber es ist ziemlich weitläufig. Zuerst kommt man auch an der alten Douglas Dakota vorbei, die mit unzähligen Bäppern zur Aufklärung bedeckt ist. Da habe ich auch einen dran gemacht. Ich lasse auch die Möglichkeit, das Innere des alten Flugzeuges zu bieten. Ein paar Kilometer weiter kann man dann die Flugzeugkaverne, das heißt den Flugzeughangar, bewundern.
Der Eingang liegt am Fuß des Bergrückens und fasste bis zu 80 MiG-21 Kampfflugzeuge, 110 Piloten sowie 1400 Luftwaffensoldaten. Hey, es ist arschdunkel da drin. Trotz Fernlicht sehe ich kaum den Boden, in dem auch Pfützen und Löcher sind. Ich fühle mich sehr unsicher, dass ich umdrehe. Beeindruckend. Ich kann es natürlich auch nicht lassen, auf der Start- und Landebahn meiner Alia mal freien Ortslauf zu geben. Mit Stollenreifen und ganzem Gepäck habe ich bei 180 aufgehört. Der Grenzübergang nach Bosnien und Herzegowina war völlig problemlos. Jetzt habe ich auch das Gefühl, dass der Urlaub so richtig losgeht. Abijah geht es dann der Una entlang in den Una Nationalpark. Ah, Baustelle. Hier nochmal was zu meinen Stollenreifen, den Mitas E10 Dakar. Es ist das erste Mal, dass ich einen Stollenreifen montiert habe. Wieso habe ich immer den Mitas E7 Plus oder den Conti DKC70 gefahren? Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht so recht Vertrauen in den E10 gefasst. Und besonders schlimm sind solche Längsrillen, die vom Wegfräsen der oberen Asphaltschicht entstehen. So wie hier, kurz nach Ribac. Ich fahre wie auf Eiern und frage mich, ob der E10 so eine gute Wahl. Ja, diese Meinung wird sich noch ändern. Ab Kulen Vakuf gibt es immer mal wieder Schotterpassagen. Zudem wird die Landschaft bergiger.
Heute fahre ich mal mit Absicht an der Einfahrt zum Camping Una Nationalpark vorbei. Ich will erst mal sehen, wie weit es bis Martinbrod ist. Nicht weit. Das wird nachher ein schöner kleiner Spaziergang. Der Weg nach unten ist steiler, als ich es mit der Kamera einfangen kann. Die Dixie sind übrigens nur für Tagesgäste. Weiter hinten steht ein Gebäude mit Toiletten und Duschen für die Übernachtungsgäste. Wow, was für ein geiler Platz direkt am Fluss. Per Fuß nach Martinbrod, vorbei am Kloster, sehe ich mir die Wasserfälle an. Es erinnert mich an die Plitvice Seen, natürlich in sehr klein, aber auch wunderschön und nicht so überlaufen. Essen noch in einem Restaurant, lecker zu Abend und lass den Abend mit einem Bad in der Una ausklingen. Wenn man die R408 weiter bzw. erstmal hochfährt, merkt man, wie tief diese Schluchten sind. Wahnsinn! Auch der Blick auf den Campingplatz an der Una. Genial!
Was für eine faszinierende Landschaft. Der Müll ist im ganzen Balkan noch echt ein Thema mit Potenzial. Ich will niemanden mit Füßen treten, aber es tut mir weh, wenn diese wahnsinnig schöne Landschaft verdrängt wird. Berg und Tal wechseln sich ständig ab. Ab Usansko-Krahavo fahre ich unwissentlich auf dem TET, dem Trans-Europe Trail, bis Klamoc. Der Abschnitt ist sehr leicht zu fahren. Erst geht es an einer kleinen Tierstraße entlang. Dann wird die Tierstraße zu einer Schutterstraße und führt dann vollends in den Wald. Thank you.
Zwangspause. Ein Arbeiter lädt Stämme vom Straßenrand auf seinen LKW. Er will, dass ich links an ihm vorbeifahre, aber es ist zu schmal und da geht es steil runter. Ich warte lieber. 40 Minuten später komme ich rechts an ihm vorbei, als er etwas weiterfährt, um dort weitere Stämme aufzuladen. Vorbei am Jetropark Windpark auf der M16 komme ich am Ramsko-Jesero vorbei. Das sieht ja wirklich bildschön aus. Ich fahre im Jablanitschko Jezero, der touristisch noch immer gut besucht scheint, bis Obrahovica entlang. Dort nehme ich mir ein Zimmer im Hostel S&R mit Blick auf den See, beziehungsweise den gestauten Fluss. Der Himmel ist etwas bewölkt, aber es ist sehr warm. Und ich trinke noch gemütlich mein Feierabendbier. Morgen geht es weiter nach Montenegro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ein extra Gruß geht an Georgios, Mark und Ivana und ihre ganzen Familie. Ich wünsche euch allzeit eine gute Fahrt. Euer Jürgen.